Hi, meine lieben Gitarrenfans, hier ist euer Maestro Nesto von lerngitarreonline.de. Der liebe Matthias hat mich hier mal gebeten, schon vor langer Zeit dieses Buch mal zu rezensieren und ziemlich dicker Schinken, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich mich damit beschäftigt, also dieses Rock- und Jazz-Harmonielehre, sein Jahrhundertwerk. Wir hatten noch einen netten E-Mail-Kontakt, der Typ ist echt okay. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu, also das sind 800 Seiten, da dreht sich also sehr intensiv um Harmonielehre im Rock und Jazz. Allein 450 Seiten sind so höhere, weitergehende Jazzharmonik mit wirklich allen möglichen Alterationen und alles Mögliche. Die ersten 150 Seiten sind die Grundlagen und so weiter. Da geht es erstmal um die Notenschriftaufbau zu verstehen, Tonsysteme und so weiter. Das, was ich ganz gut finde, auf jeden Fall sehr gut finde, ist, es liest sich gut, auch so die Zwischentexte, so einführende Texte überhaupt zur Lerndidaktik und wie mein Ansatz da so rangeht, finde ich sehr, sehr gut, sympathisch, ist so, schwingt so mit mir. Auch ist der Druck, finde ich auch sehr gut, einfach gut lesbar, gut geschrieben. Was ich auch angenehm finde, ist der Fahrplan am Anfang des Buches, also 800 Seiten, sich da so durchzugehen. Es ist eben auch gut, verschiedene Ansätze anzugehen. Vielleicht auch mal erstmal nur die Grundlagen zu verstehen und dann weiterzugehen, schon ein bisschen vorzuschnuppern und sowas. Da hat er auch einen ganz guten, finde ich, guten Lehrweg da vorgeschlagen. Was ich auch gut finde, sind so Aufgaben am Ende der Kapitel oder Abschnitte, wo es die Lösung dann online gibt. Also man kann da gut selbst auch mitarbeiten. Ne? Es ist allerdings schon, ich würde schon empfehlen, dass man vorher schon was von Notenschrift versteht, weil doch die Tonbeispiele und so weiter, das alles in Notenschrift aufgeschrieben ist. Also sollte man jetzt nicht da noch so da ganz jung und unbekannt, sollten einem die Sachen noch nicht sein. Also das erleichtert die Sache dann doch schon erheblich, um das zu verstehen. Man kann sich natürlich schon da selbst das auch durch den Grundlagenkapitel arbeiten, aber vorher schon ein bisschen wissen, auf jeden Fall. Richtet sich schon, ich würde auch sagen, an den angehenden Profi oder jemand, der das wirklich tief verstehen will. Ne? Also ist schon anspruchsvoll geschrieben, auch hier hinten auf der Rückseite sieht man Klaus Doldinger als erste Zitat. Also das ist schon so aus dem Profibereich gedacht, passt so an die Hochschulen oder an Musikschulen und so weiter. Fürs Selbststudium aber auf jeden Fall gut, auch wenn man wirklich einen Überblick haben will oder bestimmte Themen einmal interessieren. Ich finde, er hat es sehr gut zusammengefasst und man merkt, dass der Matthias wirklich Plan hat von dieser ganzen Geschichte. Also ich kann es empfehlen für Leute, die es also wirklich wissen wollen, die wirklich in die Tiefe gehen wollen, umfangreich sich über die Harmonielehre informieren wollen im Jazz- und Rockbereich, Aufgaben auch machen wollen, schon ein bisschen notenfest sind, also auch schon ehrgeizig auch da an die Sache rangehen. Am Schluss vom Buch finde ich auch sehr, sehr gut, werden Sachen dann analysiert auf bekannte Stücke und so weiter, um das in die Praxis zu bringen. Ich finde es auch irgendwo, schwingt da immer die Praxis mit, dass man das auch anwenden kann. Viele Tonbeispiele, sei es jetzt Jazz, Rock und so weiter, Pop, da kann man sich da einiges rausziehen. Ab Seite 600 wird eben dann auch nach dem intensiven Harmonielehre-Block geht es dann mit Blues los und also da in die verschiedenen Formen und Improvisationsgeschichten rein da Grundlagen sich zu erarbeiten, Licks und so weiter werden erklärt. Also es ist wirklich eine kleine Harmonielehre-Bibel hier, dieses Büchlein, kann man sich wirklich mal ins Regal stellen, wenn man wirklich ehrgeizig ist und ein bisschen Ambitionen hat und wirklich das grundlegend verstehen will oder jetzt hier zu Weihnachten sich mal schenken lassen, ist auch eine ganz gute Sache. Ich finde, wie gesagt, diese kleinen Zwischentexte, wo er einfach so ein bisschen auch historisch zum Teil reinführt, das gefällt mir sehr gut, liest sich einfach gut und ist auch interessant. Ich habe da auch mal wieder ein paar neue Sachen, interessante Sachen entdeckt. Gibt Hörbeispiele links über QR-Codes beim Handy, kann man direkt dann auf YouTube gehen, auch in die Hörbeispiele gehen. Also ich konnte natürlich nicht alle 600 Seiten voll durchschnuppern, aber ich habe einen guten Eindruck von dem Buch. Wenn man es wirklich wissen will, ist das Ding. Also Matthias, hat sich gelohnt, die Arbeit. Okay, macht's gut.